Markenjournal. Es ist Sonntag, der 30. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Hadener. Also als Geschäftsführer des Rinderzuchtverbands Salzburg möchte ich zu dieser Vereinsausstellung recht herzlich begrüßen. Mich freut es, dass der Verein Stuhlfelden und Utendorf gemeinsam diese Veranstaltung machen. Nach über 50 Jahren wird ja wieder so eine Vereinsausstellung durchgeführt und das freut mich auch insbesondere, dass nach so langer Zeit wieder das in Utendorf stattfindet. Ich denke, so eine lokalen Rinderschauen ist einmal sehr, sehr wichtig, dass man auch der Bevölkerung die Leistungen in der Rinderzucht zeigt und das einem breiten Publikum vorgeführt wird. Mir freut es auch ganz besonders, dass die Jungzüchter so aktiv mit dabei sind. Also es werden heute ca. 40 Jungzüchter mit dabei sein. Ich denke, das ist unsere Zukunft, die Jungzüchter, dass uns die motiviert, denn die sind die Bauern von morgen. Hallo, ich komme aus Stuhlfelden und habe heute den Lee mitgenommen. Und ich heiße Patrick. Ja, das ist jetzt eine Jubiläumsschau von einer lokalen Viehzuchtgenossenschaft oder Viehzuchtverein. Und da ist das Wichtige in meinen Augen, dass man die Bauern alle mitnimmt, dass man so viele Bauern wie möglich ausstellen lässt, dass man auch die Kinder mitnimmt, dass man die Kinder, die Jugendlichen motiviert zur Viehhaltung, zur Viehzucht, dass sie gern mit den Käfern, mit ihren Rinder und Kühen arbeiten und die da motiviert und mitnimmt. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt bei so einer lokalen Ausstellung. Die Motivation, die Begeisterung für die Viehzucht, für die Viehhaltung, das ist ganz wichtig. Und dann möchte man natürlich auch Kühe werden ausgestellt und die werden dann auch noch im Zucht-CD der jeweiligen Rasse gereiht. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch gerade bei den Kindern eben, dass man ihnen die Freude gibt und an dem Umgang mit dem Vieh. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und darum möchte ich die Veranstalter gratulieren, dass sie die Kinder und die Jugendlichen mitnehmen bei der Tierschau, dass sie für die eigene Abteilungen machen, weil unsere Jugend, das ist unsere Zukunft und unsere Kinder. Und super, dass sie es mit in die Schau einbinden. Finde ich ganz klasse. Ich bin der Wollner Hirsch, Hauptmann für die Stufe Gassenschnitzer.
sind da heute bei wunderschönem Wetter bei der Jubiläumsrinderschau von Rottendorf Sturfeln und könnten in die Kirche fahren und in 10 Minuten waren wir dann schnalzen und schaut euch so alles so, ungeheuer Berg, schaut vorbei. Geschätzte Ehrengäste, liebe Bayerinnen, liebe Bauern, ich darf euch im Namen des Rinderzuchtvereins Württemberg Ulpenden hier recht herzlich begrüßen, Württemberg zum Jubiläum 120 Jahre Rinderzucht Württemberg Ulpenden. Und ein Athena mit dem Kalb Bürzen. Dann haben wir mit der Katalog Nummer 5, den Patrick Steger. Mit dem Vierkalb Willi. Katalog Nummer 6, die Altsina. Mit dem Katalog Nummer 9, die Lieder und Kurschra. Mit dem Kalb Willi. Christina, hast du daheim immer allein geübt oder hat dir der Papa oder die Mama oder der Opa geholfen? Der Papa hat mir einen Lager genommen und der Papa hat mir die Mama geholfen. Ja, da muss Mama schon mithelfen, gell? Super. Grüß dich, und du heißt? Patrick. Patrick, du hast auch Pinzgauer gehabt? Habt ihr Pinzgauer zu Hause? Ja. Wie alt bist du, Patrick? 8 Jahre. 8 Jahre, du machst das ganz super. Klasse. So, und jetzt kommen wir zu dir. Grüß dich, du heißt? Sebastian, du hast jetzt ein ganz schönes Fleckchen gehabt. Wie habt ihr das Fleckchen daheim? Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Ja. Hört das am Freund von euch, das Pfeil? Nein. Vielleicht wärst du mal ein Bauer, gell? Super. Katalog Nummer 15, der Rieder Stefan mit dem Kalb Ritter, Südendorf. Ja.
Weißt du was? Maria hat das auch, das Kalb sehr gleichmäßig vorgeführt, immer gut in der Kontrolle gehabt. Aber es war keine leichte Entscheidung, weil ganz viele andere von den Kindern haben es fast genauso gut gemacht oder annähernd so jetzt auf hin. An diesen jungen Herrn mit der Kategorie Nummer 15, herzlichen Glückwunsch. Du bist der? Steffen Wieder. Stefan, du hast das Kalb also ganz toll vorgeführt, immer gleichmäßig, immer einen guten Blick auf das Kalb gehabt. Und was mir auffällt, aber deswegen hast du nicht gewonnen, sondern du hast gewonnen, weil du es gut vorgestellt hast. Aber du hast nicht nur den Kalb schon, sondern du hast auch einen tollen Schnitt. Du bist auch ein bisschen gesteilt worden, ne? Ja. Extra für die Tiere heute. Ja. Und bist du auch wieder sofort? Nein. Nein, nein. Also, jedenfalls, ganz toll hast du den Kalb präsentiert, immer gut im Griff gehabt, schön gleichmäßig gegangen. Ich denke, du hast da viel geübt damit. Also, 15 und 14 hier die. Seidner Nikolas aus Uttendorf, 28. Mit der Nummer 20, dann der junge Vorführer mit der 24 und die junge Dame mit dem Kalb Nummer 25, die sehr gut vorgeführt haben, immer auf mich geschaut haben. Und habe ich jetzt letztlich entschieden für einen Vorführer. Aufgegangen da bei den Bauern. Nachher ist mit mir ein Kreis gegangen, nachher hat sie sich niedergelegt, dass es gelegen ist. Nachher hat sie wieder aufmessen. Also da hat es nicht so recht gewöhnt. Oha, ich tue jetzt an der Wand. Herzlichen Glückwunsch und einen Riesenapplaus an unsere Jugend. Thank you.
Johnny. Die Eberharder Bianca aus Rückendorf, die Gruppe Christine aus Rückendorf, den Seifner Niklas aus Rückendorf, die Walner Katharina aus Rückendorf. Die Stefan aus Rückendorf, den Lars Hannes aus Rückendorf, die Buchner Selin aus Rückendorf, den Büchersdorfer Jakob aus Rückendorf, den Rappensberger Elisabeth aus Stumfelden, den Dopofer Matthias aus Stumfelden, den Brucker Michael aus Rückendorf, den Lemberger Julia aus Stumfelden und den Lemi Hannes aus Rückendorf. Die Außerkämmer und die Preise entgegen werden. Und im Anschluss braucht man auch an der Geier ein Kopf. Ja.
ich muss sagen, die zum 120-jährigen Jubiläum von Rinderzuchtverband Salzburg und jetzt nach so vielen Jahren, dass wieder eine Rinderschau stattfindet, die Jubiläumschau, ist einfach gewaltig. Und ich kann nur sagen, die Veranstalter, also die ganzen Bauern und Bäuerinnen, aber vor allem vom Rinderzuchtverband, der Wörgetter, Hubert und der Ernst Nil, die wo sie federführend dafür eingesetzt haben mit allen, sensationell, weil da ist so viel Arbeit dahinter und kann man nur sagen, super, man sieht, was man durchs Zusammenhalten und durch Zusammenarbeit weiterbringt. Und ich sage heute, dass so viele Leute da sind und so viele Besucher und Besucherinnen. Und was mich total gefreut ist, dass die bäuerliche Jugend mit so einer Begeisterung dabei ist. Und man merkt einfach, sie wollen einfach für den Bauernstand und für unsere Heimat etwas da und das zeichnet es aus. Also eine große Freude. Ja, hallo, ich bin der Andrea, ich komme von Storfeln. Das ist meine Kuh, die Betty. Wir sind jetzt selbst bei den Friesen Alterssieger und Reservesieger geworden. Freut mich natürlich, dass jetzt so gut ausgefallen ist. Ich bin ein bisschen freut damit und heute ist Wetter natürlich auch traumhaft für das. Freut mich, dass es ein Haufen Leute gekommen sind, die was da zuschauen, die was sich das zuschauen, weil das ist echt eine super Geschichte. Da haben sie einen Haufen Udo und ich wünsche auch allen anderen alles Gute. Wir wechseln wir die Rasse, wir fahren zur Gruppe C, Rektekühe mit zwei Abpackungen, dadurch die 18, die Anna von Kollegen von Altenberger Peter Reitner in Mittendorf und die Anna in Unruhe. Die nächste Gruppe möchte die FDK sehr herzlich begrüßen zu der Jubiläumsrundenschau, Herr Rom, Mittendorf. Wieder die Masse ankommen, so ein Hochschulkrieg mit zwei und drei Abkannungen. Wir haben hier im dritten Kanton 90, Elias Kiel, mit dem Köhler Fischer in der Schule. 93 die Sonne. Und mit der Katalognummer 94 die Jesse von Bedell von Neil Klaus Schiersen. Siegerin in dieser Gruppe und gleichzeitig Altersiegerin, Katalog Nummer 94, die Jessie vom Betrieb von Nil Klaus Schiersl in Uttendorf. Ebenfalls Gratulation und einen kräftigen Applaus bitte. Und Reservesiegerin in dieser Gruppe, Katalog Nummer 91, die Alpha vom Betrieb der Höller Anneliese und dem Klaus Fischer aus Stuhlfelden. Ebenfalls Gratulation und einen ganz kräftigen Applaus bitte. So, wir kommen nun zur Gruppe 13, Flecktim an der Wettkühe mit 2 und 3 Abfallungen. Katalog Nummer 95, die Schiena vom Betrieb von Stimmung. Mit der nächsten Klaus. Und
Und ohne von der Rückhalten war der Fahrt 210. Und 115, die Rück von BD von Unterberger Johann Stocker in Luttendorf. 116, die Mirin von BD von Hattensberger Josef war in Luttendorf. 117, die Gundi vom Betrieb vom Steiner Robert. Liebe Züchterinnen, liebe Züchter, wir haben jetzt Pinzgauer-Kühe mit 3 und 4 Kälber im Ring und ab 21 und ab 22 haben 4-mal gekalbt, alle anderen Kühe haben 3-mal gekalbt. Pinzgauer von Betrieb Lil Ernst Dofnerbauer in Stoffelden. 127, die Buda ebenfalls von Lil Ernst Dofner in Stoffelden. 128, die Albina Betrieb Anneliese und Klaus Fischer in Stoffelden. 129, die Betrieb von Horbach Alois Neuhof in Stoffelden. Und die 130, die Leute von Betrieb Infos von Betrieb Horbach Alois Neuhof in Stoffelden. Verneige, das sind die Altkühe. Das sind die Kühe, mit denen der Betrieb Geld verdient hat. Kühe, die 4, 5, 6, 7 Mal gekalbt haben. 137 bis 144, bitte fürs Vorführen bereiten. Sag mal irgendwas. Ja, was soll ich denn sagen? Wer es bist, was du herkommst? Auf dem Viecher haben wir da Wäsche und ein Berg Schweder haben wir. Ja. Ich brauche ja das Unterlagen für die Keksdosen, für Weihnachten. Ach so, ja, ja. So, Herr Jubiläumschau, 120 Jahre Rinderzuchtverband. Außenstelle Luttendorf, Stufen, darf ich den Veranstaltern noch einmal recht herzlich gratulieren. Ich glaube, so eine tolle Veranstaltung, die zeichnet einfach die Betriebe aus, die Bauernschaft aus und der Zusammenhalt, der ist einzigartig. Also allen noch einmal recht herzliches Dankeschön für diese wunderbare und gelungene Veranstaltung. Ja.
Gewaltige Durchschnittsleistung von knapp 9000 Kilogramm Milch. Sie ist voraussichtlich schon wieder trächtig und zu dieser tollen Kur möchte ich recht herzlich gratulieren und wünsche mir einen ganz großen Applaus. Willkommen zur Wahl der Gesamt-Altersiegerinnen. Wir haben hier im Ring die Rassengruppe Kreppi und die Rassengruppe Kreppi Malerett. Und es wird also jeweils einen Altersieg geben bei den Kreppi-Dieren und bei den Kreppi-Malerett. Super, der dritte Gruber, der dritte hinzieht. Wunder. Entscheidung dann aber noch kurz begründen und ich darf Sie bitten, jetzt ein bisschen zum Klatschen, um das Ganze noch stimmungsvoller zu machen, meine Damen und Herren. Heute siegt der Rasse Flexi. Und bitte weiter klatschen. Herzlichen Glückwunsch der Viertelstuhl 111, heute Sieg. Und ich darf sagen, es war eine ganz knappe Entscheidung. Die Nummer 48 hat auch so ein langes Becker. Ich habe leichte Vorzüge in der Strichstellung hinten für die 111, die auch noch ein paar Kälber im Jahr. Aber auch dieser krasse Alter, Super Junko, hier auf diese Kuh, Super Junko natürlich mit ihrer etwas schnellen Laktation und die 153. Ich glaube, das ist wirklich ein Finale, wie man es sich wünscht. Herzlichen Glückwunsch, 111 zum Heute-Sieg. Pokal, nicht einmal ein Pokal, Herr Sonne. Das geht sich wieder ganz sicher. Ah, ja. Das ist machen geschützt. Okay, also dann mache ich weiter. Meine Frage war, ob ich jetzt warten soll oder ob wir hier weitermachen. Und jetzt geht es um die eure Siegerin der Rasse Fleckvieh mal Rennfriesen. Wir haben hier. So, die ersten Gesamtchampions sind gefallen. Die ersten Entscheidungen. Gesamt-Altersiegerin bei den Fleckvieh-Male RF, hier die Katalognummer. Und darf ich Ihnen vorstellen, im Ring hier die Katalognummer 56. Die Betty vom Betrieb der Höller-Analyse und den Klaus Fischer im Stuhlfelder. Super Veranstaltung, sag ich. Das Wetter passt.
machen. Nicht so wie ich will, noch einmal ein bisschen hergefallen, weißt du, aber kein Schaden dazu. Aber im Großen und Ganzen halt das für eine gelungene Veranstaltung. Gratulation zu dieser tollen Kuh. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste große Entscheidung ist gefallen. Gesamtaltersiegerin der Rassengruppe Holstein. Katalog Nummer 126. Die Dundi vom Betrieb von Nil-Ernst Dofnerbauer in Sturfelden. Gratulation und einen ganz kräftigen Applaus dem Ernst. So, die nächste Entscheidung ist gefallen. Gesamtaltersiegerin der Rassengruppe Pinzgauer Maler F, die Katalognummer 105, die Berlin vom Betrieb Steinberger. Aufpassen, Mitschi! In Altdorf, an den Hochschulsmarkt, Steyr-Hall-Uttendorf, die Katholiken 48, in Kraster, an der Hochschulsmarkt, Hunger, an der Mitte 19, an der Uttendorf. Die Gesamtsiegerentscheidung bei der Rassengruppe Fleckvieh ist gefallen. Gesamtsiegerin, Katalog Nummer 146, die Salzburg vom Betrieb vom Rhein-Josef Utrechtshauser aus Uttendorf. Gratulation an den Rettungen Lachte! Gesamtreservesiegerin der Rassengruppe Pinzgauer, Katalog Nummer 86, die Nadine, ebenfalls vom Betrieb vom Hörer der Obert Moosburg. Und noch, ebenfalls Gratulation und einen kräftigen Applaus bitte! So, die Entscheidung bei der Rassengruppe Holstein ist gefallen. Gesamtsiegerin, die Katalog Nummer 59, die Clara vom Betrieb von Altenberger Josef Dippenwert in Uttendorf. Gratulation und einen kräftigen Applaus, bitte! Und Gesamtreservesiegerin der Rassengruppe Holstein, die Katalog Nummer 94, die Jessie vom Betrieb von Lilkraus Schiersler in Uttendorf. Ebenfalls Gratulation und einen kräftigen Applaus, bitte! Die bitte ich jetzt um einen extra Applaus zu verabschieden. So, bei den Fleckvieh-Maler F-Tieren ist die Entscheidung gefallen. Gesamtsiegerin, die Katalognummer 99, die Beate vom Betrieb von Nil Kraus Schiersler
in Uttendorf. Gratulation und einen kräftigen Applaus, bitte. Du musst ihn nicht hören, oder? Ja. Und gesamte Reservesiegerin, Fleckfinale RF, die Katalognummer 64, die Pfeil vom Betrieb der Gruber Brigitte Inzingbauer in Uttendorf. Ebenfalls Gratulation und einen ganz kräftigen Applaus, bitte. Gefallen. Gesamtsiegerin der Rassengruppe Pinzgauer Wahler F, die Katalognummer 105, die Berlin vom Betrieb vom Steinberger Ferdinand Lobacher Stuhlfelden. Gratulation und ganz kräftigen Applaus, bitte. Und Reservesiegerin, Gesamtreservesiegerin Pinzgauer Wahler F, Katalognummer 106, die Romy ebenfalls vom Betrieb von Steinberger Ferdinand Lobachbauer aus Stuhlfelden. Ebenfalls Gratulation und einen kräftigen Applaus, bitte. Dass die Schau in dieser Art und Weise durchführbar gewesen ist. So, das Los hat die Farbe der Lime rot. Aber jetzt wird es spannend. Die Nummer ist Jung 2. Also mit mir ist ja Profi-Fleckfinzirka. Ein Conditioner möchte das Keime kriegen. Das ist einfach perfekt. Na, geht schon wieder. Wieder, wir gratulieren. Sondern ja, Glück, gell? Mit links, mit den Scheibe. Wenn ich hochgas 10 Fußkreime rausziehen, dann wollte ich nur verschleigen, ich bin mal so. Was? So, wenn ich jetzt nicht weitergehe, hallo, Applaus, bitte. Besser denn hier. So, hallo, das super Film, du hast die Feier raus, die Bitte, wo sie es wieder annehmen. Ja? Wenn ich hochgas und rein mit der Glocke, dann lass es an der Traufe umhängen, gell? Feierabend. Dankeschön.